Hallo Freunde und willkommen zu einem Informationspart zu meinem Kanal. Yo. Ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, bin ich ja seit einiger Zeit wieder etwas aktiv mit Let's Plays. Das Ganze hat sich relativ spontan zugetragen. Und ja, es läuft derzeit Vampire's Dawn hauptsächlich. Seit kurzem im Moment alle 2 Tage ein Part. Und ja, zusätzlich läuft auch noch seit kurzem, soll auch noch alle 2 Tage kommen, ist im Moment noch nicht so, das Let's Play bzw. Let's Read von Katawa Shoujo. Jetzt möchte ich euch kurz dazu erläutern, wie es dazu gekommen ist. Also ja. Bis vor kurzem, in meinem letzten Informationsvideo, hatte ich ja noch gesagt, dass derzeit nicht an Let's Play wieder zu denken ist. Das war so, ich hatte mir überlegt, was würde ich denn überhaupt machen, wenn ich... Eigentlich hatte ich ja Bock, aber auf nichts Spezielles, und dann fiel mir ein, RPG Maker, ja. Das war etwas, was ich lange schon mal machen wollte. Ich hatte ja schon mal ein RPG Maker Spiel gespielt im Alternate mit jemand anderem. Das hat sich dann aber leider erledigt gehabt. Ja, und jetzt habe ich gedacht, mache ich da nochmal richtig was auf hier ganz alleine. Und so kam ich auf Vampire's Dawn, weil das ja, ja mit zu den bekanntesten überhaupt gehört. Vor kurzem sah ich dann noch zu einer Visual Novel, die ich ja schon sehr, sehr oft gespielt habe, sah ich jetzt auch selber ein Let's Play zufälligerweise auf YouTube, und da habe ich mir überlegt, Mensch, warum machst du nicht selbst noch ein Let's Play beziehungsweise Let's Read davon? Deswegen gibt es auch seit kurzem noch Katawa Shoujo bei mir auf dem Kanal. Aber ich dachte jetzt, ich gebe euch jetzt mal so einen allgemeinen Überblick, ja, da das Ganze relativ spontan passiert ist, dass ich jetzt wieder aktiv bin, habe ich mir dennoch gedacht, ich muss euch mal informieren, was ist jetzt im Moment überhaupt von mir zu erwarten und so weiter. Ja, also es ist im Moment immer noch so, dass ich ja zeitmäßig eigentlich nicht so die große Zeit habe, beziehungsweise ich habe mal ein bisschen, mal mehr Zeit und mal ein paar Tage gar nicht Zeit, beziehungsweise mache da andere Dinge. Und deswegen ist es halt so, dass ich im Moment zumindest meistens etwas mehr Parts am Stück aufnehmen muss. Betrifft vor allen Dingen auch Vampire's Dawn, so dass ich halt nicht zeitnah auf Kommentare eingehen kann. Das wird sich auch in der näheren Zukunft nicht ändern, höchstwahrscheinlich, vielleicht auch nicht in der mittelfristigen Zukunft. Ich versuche es etwas zeitnah zu gestalten, aber es wird nicht gut möglich sein. Ich hoffe, ihr könnt das zumindest entschuldigen. Hauptsache, es kommen die Parts. Und die Parts kommen, ist auch weiterhin so geplant, jeden zweiten Tag. Dasselbe ist auch in Planung mit dem anderen Projekt. Es wird aber auch so sein, dass ich ja aufgrund der bereits genannten Dinge auch mittelfristig nicht mehr als 2 Projekte gleichzeitig fahren werde. Also nicht so wie früher vor meiner Pause, dass ich da, was weiß ich, 4, 5 Projekte, wie viel ich da manchmal gleichzeitig hatte. Das wird auf jeden Fall nicht mehr passieren. Da verliert man ein bisschen den Überblick. Zumindest ich verliere den Überblick und komme auch zeitmäßig nicht hin. Und das wird mehr zu Stress als zu Spaß. Und das wollen wir ja nicht. Denn ja, wenn der Let's Player keinen Spaß hat, dann haben die Leute auch keinen Spaß beim Zuschauen. Ne? Ja, jetzt wollte ich nochmal kurz auf den Kanal hier zurückzukommen. Ich habe das, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, den Kanal auch ein ganz klein bisschen aktualisiert. Also ich habe jetzt hier mittlerweile auch dieses Vorzeigevideo hier oben drauf. Habe ich im Moment den ersten Part von Vampire's Dawn. Jetzt ist es auch so, ich bin selbst eigentlich gar kein Freund von selbst ablaufenden Videos, aber das Ding startet auch immer automatisch, wenn man den Kanal aufruft, zumindest wenn man als Nicht-Abonnent oder da aufruft. Wie es als Abonnent ist, weiß ich nicht. Wenn ich meinen eigenen Kanal aufrufe, startet das nicht automatisch, Gott sei Dank. Wen das stört, wenn es viele stören, wird es wieder ganz rausnehmen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das so einstelle, dass es zwar da ist, aber nicht sofort startet. Wenn das einer weiß, kann das mir gerne sagen.
Ja, so dazu, das dazu meine ich. So, hier haben wir. Und wir haben ja jetzt hier diese Abschnitte auf dem Kanal, also Uploads ist klar, ne? Das ist mal das Erste. Dann habe ich natürlich das Hauptprojekt hier, Vampire Storm, als nächste Playlist hier drunter. Dann kommt das Zweite, dann kommen die abgeschlossenen Projekte, dann die pausierten und die abgebrochenen Projekte. Genau zu den beiden Sachen möchte ich nochmal was sagen. Derzeit habe ich Luna 2 und Silent Hill Origins nochmal auf pausiert gesetzt. So, darum soll es jetzt auch nochmal gehen. Ich weiß, dass ich den Spielstand von Silent Hill Origins noch auf der PS2 drauf habe. Und auch, ich habe auch gerettet, ich hatte ja meinen PC auch nochmal vor einiger Zeit neu aufsetzen müssen, aber auch die Spielstände vom Luna 2 bzw. auf dem Emulator sind noch vorhanden, sodass ich grundsätzlich, sage ich mal, nicht absolut abgeneigt bin, das nochmal weiter zu verfolgen, diese beiden Projekte. Jetzt ist es allerdings kein Versprechen von mir, sondern es hängt auch unter anderem davon ab, wie groß das Interesse daran ist, sage ich mal. Ja. Sollten das ein paar mehr Leute wollen, sage ich mal, dass das nochmal weiter verfolgt wird, dann werde ich das eventuell tun. Wann ist jetzt, möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Luna 2 auf jeden Fall nicht, bevor Vampire Storm abgeschlossen ist, wenn denn es überhaupt passiert. Wie gesagt, das kommt auch auf die Rückmeldung an, die ich bekomme von euch noch. Bei Silent Hill Origins ist es so, dass es im Moment auch nicht von mir noch favorisiert wird, aber sollte da genug Nachfrage sein, werde ich es auch eventuell nochmal ja, weiter verfolgen, wenn ich etwas mehr Lust noch habe dazu. Das kommt vielleicht wieder. Alle anderen Projekte, die ich abgebrochen habe oder die mal geendet haben, wegen meiner Beendigung des Let's Plays im Allgemeinen, die bleiben auch abgebrochen. Dazu gehören Chaos Break. Okay, das war ja ganz am Anfang meiner Karriere, auf Deutsch gesagt. Karriere, scheiß Wort. Nein, also ganz als ich gerade angefangen hatte mit Let's Plays. Dann das besagte Alternate-Projekt Feuer Mitternacht, das bleibt auch. Gut, einmal live war was ganz kurzes. Skies of Acadia, dazu muss ich noch was sagen. Ja, das hatte ich ja gespielt, bevor ich aufgehört hatte mit dem Let's Playen. Und da ist das Interesse bei mir auch im Moment ziemlich gering und habe auch nicht das Gefühl, dass das sich in der baldigen Weile ändert. Deswegen bleibt auch das, obwohl es hier noch als pausiert gelistet ist und das werde ich vielleicht wegmachen. Auf jeden Fall steht es hier ja unter abgebrochen, bleibt auch abgebrochen. Dann haben wir noch Uncharted. So, ich weiß gar nicht, war das alles? Ich hatte das Gefühl, es wäre noch mehr gewesen, aber ja, das sind die, die ich erstmal gefunden hatte auf Anhieb, die hier nochmal extra aufgegliedert sind. So, das ist eigentlich alles, was ich dazu erstmal zu sagen habe. Ja, ich hoffe, das war erstmal informativ genug für euch, wie es hier erstmal weitergeht. Und auf ein paar Rückmeldungen würde ich mich freuen. Jo, ich hoffe, es war informativ. Und wir sehen uns dann mal beim nächsten Informationsvideo wieder. Bis dahin sage ich ciao, macht's gut, euer Dreamy.